Talk to Transform. Wir müssen über Nachhaltigkeit reden. Gen Z trifft Babyboomer. Zwei starke Persönlichkeiten diskutieren über soziale Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen nicht im Gegensatz zur Leistungsfreude und Engagement stehen. Nicole Gurev agiert bei Fujitsu im Bereich Business and Strategy. An ihrer Gesprächsseite steht Georg Kästle, Dozent an der University Ravensburg-Weingarten und CIO der Vollmer Werke Maschinenfabrik. Beide schauen in die gleiche Richtung, die Zukunft der Arbeit. Aber welche Wege sind die besten? Herzlich willkommen, Nicole Gurev und Georg Kästle. Hallo Nicole, hallo Georg, freut mich, dass ihr beide da seid zum Generationstalk. Gen Z trifft Babyboomer. Nicole, gleich natürlich die erste Frage. Bei so einem Unterschied an Wissen, wir sehen natürlich hier so ein bisschen die grauen Herren, ja, Georg und mich, ja, wir sehen dich natürlich als junge Frau. Wie kriegt man eigentlich sozusagen den Unterschied von Wissen und Entwicklung in Anführungsstrichen zusammen? Gen Z, Babyboomer, echte Distanz oder trotzdem Nähe? Ich bin mir sicher, dass wenn man jede Generation so hinnimmt, wie sie ist, bedeutet, man ist offen gegenüber Veränderungen und versucht, das ganze Potenzial eben aus den Generationen zu ziehen, indem man versucht, so gut es geht, sich auch in die Generation hineinzuversetzen. Und ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass die unterschiedlichen Generationen X, Y, Z eben anders interessengetrieben sind und die Generation Z zum Beispiel anders oder durch andere Dinge motiviert wird beziehungsweise ans Unternehmen gebunden wird. Ich habe eine Folie mitgebracht. Ich bitte mal Niklas, unseren Regisseur, mal das Slide Nummer 1 einzublenden. Hier habe ich aus einer Studie mal ganz viele Aspekte zusammengezogen und ich bitte auch Georg, da mal drauf zu gucken. Ja, das sind natürlich Gen Z Trends und Themen für 2023, also unser Jahr. Bei welchen Punkten erkennst du dich ganz besonders wieder? Wir haben hier 7 Punkte drauf. Würdest du sagen, Mensch, ich nehme alle oder ich nehme nur eine kleine Auswahl, Nicole? Ich würde nicht alle. Ich würde vor allem, welcher Punkt mir direkt ins Auge fällt, ist der Punkt 1, Arbeitswelt neu definieren, um sich an neue Lebenswelten anzupassen. Ich sehe das gerade vor allem es kommen immer mehr neue Trends, sei es Corona-bedingt, das natürlich auch Vorteile hatte, wo zum Beispiel das Thema flexible Arbeitszeiten total der Trend war und mittlerweile einfach Unternehmen davon nicht mehr wegdenken wollen oder auch können, weil das Privatleben einfach extrem wichtig geworden ist. Und ich denke, also da sehe ich mich einfach extrem wieder beim Thema Work-Life-Balance, indem du deine Zeiten selbst so einteilen kannst, dass du das größte Potenzial aus dir selber rausholen kannst und trotzdem im Privaten dich so gut erholen kannst oder dich im Privaten durch Sport, durch Freunde treffen, einfach deine Motivation wiederholst, um, wie gesagt, einfach Vollgas geben zu können. Georg, ich weiß natürlich, dass du als erfahrener Mann, ich habe dich ja schon vorgestellt im Video, als auf der einen Seite CIO und CDO, ich meine in der Vollmer Maschinenfabrik, sehr erfahrener Kollege, auch viel im SAP-Umfeld natürlich auch schon tatsächlich getan. Und du bist in deiner, in Anführungsstrichen, Zweitfunktion auch noch Lecturer, also Dozent, Lehrbeauftragter an der University in Ravensburg und Weingarten. Und du bekommst natürlich auch mit die Entwicklungen der jungen Generation, weil du, Entschuldigung bitte, als erfahrener Mann natürlich immer wieder sozusagen direkten Kontakt zu den jungen Leuten hast. Was hast du wahrgenommen, was sich bei der Generation Z dort so tatsächlich getan hat? Also es hat sich ja unheimlich viel verändert in den letzten Jahren. Ich möchte aber vielleicht am anderen Punkt mal beginnen. Ich möchte vielleicht sagen, was gleich geblieben ist. Wir erfahrene Ältere neigen ja manchmal gerne dazu, und es war ja schon durch die Geschichte immer so, die frühere alte gute Zeit nach oben zu heben und die aktuellen Themen eher etwas in die schwierigere Umgebung zu stellen und dann eben auch die Jungen eben eher mit anderen Attributen zu versehen, wie das in unserer Jugend war. Und ich stelle nach wie vor über alle Generationen hinweg fest, dass eines geblieben ist. Es gibt nach wie vor die richtig, richtig gut ausgebildeten, engagierten, motivierten, umtriebigen jungen Menschen und es gibt auch natürlich die anderen.
und ich habe eigentlich keine signifikante Veränderung der Verteilung gesehen. Wir nehmen das an den Hochschulen manchmal etwas anders wahr, weil natürlich der Hochschulzugang in der Zwischenzeit sich ganz anders geregelt hat. Also durch den Bologna-Prozess können eben wesentlich mehr Menschen dann auch in ein Hochschulstudium einmünden. Und dass es sich automatisch jetzt das Engagement, die Intelligenz der Menschen hebt, ist eigentlich logisch. Aber ich halte es trotzdem für den richtigen Weg, weil wir mehr Menschen, jungen Menschen, die Möglichkeit geben, auf die entsprechend aktuellen Inhalte und Themen auf Hochschulniveau zuzugreifen. Was ich heute feststelle, ist natürlich, dass die Anforderungen der jungen Menschen, die sind deutlich gestiegen. Wenn ich mal in meine Lehre zurückschaue, vor 10 Jahren, 15 Jahren, da hatten wir die braven Studenten sitzen, die dann immer ruhig waren und sich gefreut haben, wenn der da vorne was erzählt. Und heute haben wir da durchaus, lobenswerterweise, auch kritische Fragen und kritische Worte. Ich würde mir sogar manchmal wünschen, dass aus der einen oder anderen Ecke sogar noch mehr dieser kritischen Fragen kommt. Und das erachte ich doch im Wesentlichen als eine deutlich sichtbare Veränderung, dass wir früher viel, viel mehr angepasst waren in der Sozialisierung, wie heute die jungen Menschen, die sich dann eben auch mal trauen, zu sagen, nö, sehe ich anders oder will ich anders haben, finde ich aber belebend. Ich würde das genauso unterschreiben. Ich habe das, gut, ich habe Vergleiche von mir jetzt nicht. Ja, ich war jetzt nur einmal studieren und bin auch noch gleich alt wieder. So alt verändert sich ja nicht. Aber ich hatte auch ein Gefühl, dass es zum Beispiel in meinem Studiengang so war, dass, wie du sagst, diese kritischen Fragen einfach viel mehr im Kommen sind, weil ich glaube auch angekommen ist, dass auch Studierende eine Stimme haben. Und nur weil ein Dozent in dem Fall dann vorne an der Tafel steht, nicht bedeutet, dass er alles wissend ist, sondern es bedeutet auch, dass der Dozent auch von den Studierenden lernen kann, weil auch neue Generationen bringen einfach neue Ideen mit ein, eine gewisse Transformation. Und ich glaube, im Gegenzug ist es super wichtig, dass man auch, wie du jetzt wahrscheinlich, also wie ich das rausgehört habe, einfach auch die Offenheit dafür hat, dass auch solche kritischen Stimmen gehört werden. Und man sich denen vielleicht nicht immer anpasst, aber dass man die Stimmen auch hört und versucht, auf die Stimmen einzugehen. Jetzt wollen wir den Martin als Moderator nicht ausschalten, aber ich würde konkret darauf antworten wollen. genau das Feedback habe ich auch von den Studenten, was ich den Studenten aber immer gerne zurückgebe. Es gibt unterschiedliche Dozenten da vorne, die da vorne stehen. Und diese Dozenten spiegeln auch die Welt wider. Es gibt eben nicht nur denjenigen, der offen dem gegenübertritt, sondern es gibt vielleicht auch denjenigen, der etwas kritisch diesen jungen Menschen gegenübersteht oder wie auch immer. Aber die bilden das reale Leben ab. Und ich glaube, es ist für die Studenten wichtig, das zu akzeptieren, dass einfach die Schlaunasen, die da vorne stehen, auch ein Durchschnitt dieser Welt sind. Und dass diese Menschen nachher in anderen Gesichtern ihnen auch wieder begegnen werden. Und somit wird das Studium praktisch auch zur Lebenserfahrung. Apropos Lebenserfahrung, Georg, ich weiß von dir, dass du bei deinen, ich sag mal, Veranstaltungen, bei den Hochschulveranstaltungen eigentlich auch gerne mal die Brücke schlägst zwischen Studierenden und Firmenvertretern. Das ist ein Konzept, das, ich weiß nicht, ob es exklusiv ist, das du machst, wo du sagst, ich bringe die Vorlesung quasi in die Unternehmen, damit auch unternehmerische Mitarbeiter, also auch ältere, jüngere Kollegen, genau davon profitieren können. Gib uns einen ganz kurzen Einblick, was der besondere Vorteil ist dieser Brücke, die du dort baust. Also ich würde es vielleicht sogar an zwei Beispielen konkretisieren. Das eine Beispiel, wir versuchen in einer Lehrveranstaltung, über die wir heute in Teilen reden, Future Work, Future Workplace, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Mitarbeiter aus Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen und Studenten zusammenzubringen. Weil wir sagen, die Welt da draußen ist eben nicht nur geprägt durch entsprechende tradierte Prozesse, sondern ist auch geprägt von vielen, vielen Veränderungen. Und da nutzen wir beispielsweise ein ganz modernes Konzept, dieses Working Out Loud, dieses WOL, indem wir in einem WOL-Camp Studenten zusammen mit entsprechenden Praktikern diese neue Art der Arbeit über diese 12 Semestertermine dann auch wirklich theoretisch und praktisch umsetzen. Und da haben wir von beiden Seiten aus, sowohl von den Studentinnen und Studenten her, wie von den Mitarbeitern des Unternehmens her, eine riesige Resonanz, die sagen, lass uns das nächste Semester wieder machen. Zweites Beispiel, und es geht dann in Richtung lebenslanges Lernen. Wir haben ein Konzept, nennt sich Vorlesung Plus. Da führen wir Vorlesungen in den Firmen durch. Das heißt, wir nehmen die Studenten in einen Bus rein. Konkretes Beispiel waren das 50 Studenten.
bringen die in einen großen Besprechungsraum, in ein großes Auditorium in einem Unternehmen, bringen dann Mitarbeiter des Unternehmens, die schon länger vom Studium weg sind, und zeigen in einer Vorlesung, was sind denn die aktuellen Inhalte, sowohl jetzt für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen, aber eben auch mit der Möglichkeit, diese Inhalte nachher auf die Praxis zu reflektieren, mit Impulsen aus der Praxis und nachher die Diskussion damit entsprechend anzuheizen, damit da ein Dialog entsteht. Und ich darf vielleicht noch einen Punkt nachschieben. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Begegnung mit einer jungen Mitarbeiterin aus einem Unternehmen. Die war dann in dem Fall in der Vorlesung gesessen, bei diesem Working Out Loud, hat gestrahlt und hat gesagt, was gefällt Ihnen denn so gut? Und dann sagt sie, mir gefällt so gut. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn eine Ausbildung gemacht, habe eine kleine Fortbildung gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit, über dieses Format in einer Hochschule zu sitzen und mal zu erleben, wie der Hochschulbetrieb denn stattfindet. Also nicht nur das Zusammenführen von älteren, jüngeren Generationen, von Praxis und Studium, sondern auch Brücken zu schlagen über unterschiedliche Lebensentwürfe. Und das ist natürlich was ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Apropos lebenslanges Lernen, ältere lernen von Jüngeren. Nicole, ich weiß natürlich von dir, du hast dich schon früh mit dem Thema Nachhaltigkeit auch im Studium natürlich beschäftigt. Ist es dann so, in Anführungsstrichen, dass du als junge Frau auch den älteren Kolleginnen und Kollegen natürlich in Anführungsstrichen voraus bist und dass die dann auch von dir lernen? Früher war es ja so, ja, die Jungen lernen von den Älteren und jetzt ist es vielleicht ein umgekehrt sogar, die Jüngeren sind diejenigen, die ja lehren, wie es beim Thema Nachhaltigkeit besser funktionieren kann. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ja, ich hoffe doch, dass der ein oder andere Kollege sagt, dass er von mir lernen kann. Das ist natürlich schön zu hören, wenn es so ist. Ich denke, wenn du gerade den Nachhaltigkeitskontext angesprochen hast, ich habe das ja durch meine Bachelorarbeit vertieft damals und hatte auch zuvor, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich viel Wissen über das Thema. Also ich wusste, was Nachhaltigkeit ist, aber das tiefere Wissen kam dann Stück für Stück und jetzt beschäftige ich mich grob 1,5 Jahre damit. Heißt nicht, dass ich jetzt angekommen bin und alles weiß. Also auch ich bin natürlich jemand, der stetig dazulernt. Es kommen immer neue Gesetze, neue Anforderungen. Aber ich bin mir sicher, ganz, ganz sicher, dass auch super viele Kollegen von mir lernen können im Nachhaltigkeitskontext, weil sich eben nicht jeder so weitgehend mit dem Thema befasst hat und da auch vielleicht die Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen kann. Und von daher auf jeden Fall das Ja. Ich denke, der eine oder andere kann auf jeden Fall von mir lernen. Aber auch ich kann von jemandem noch weiter lernen. Da sollte man nicht, oder zumindest was das Wissen angeht, nicht zu sehr auf die Generation achten, sondern ich hoffe, dass es mittlerweile angekommen ist, dass das Alter dabei keine Rolle spielt, sondern dass jeder hat einen anderen Wissensstand, jeder interessiert sich für andere Dinge. Und ich denke, das ist wichtig zu betrachten. Also es kommt auch auf die Haltung an, die man natürlich hat. Das ist unabhängig tatsächlich vom Lebensalter und von der Erfahrung, die man hat. Ich möchte auch einen Punkt ein bisschen sozusagen stressen. Das ist nämlich der Punkt Technologie. Weil Technologie ist natürlich auch ein Ertüchtiger, um in Anführungsstrichen mal auch in Aspekt soziale Nachhaltigkeit natürlich auch tatsächlich reinzukommen. Ich bitte mal die Regie mal, das Slide Nummer 2 mal vorzulegen. Hier sehen wir nämlich draus auf einer internationalen Studie, ist jetzt ein bisschen schwierig zu lesen, deswegen lese ich das nochmal ein bisschen vor. 80% der Generation Z, da muss ich ganz kurz auf meinen zweiten Monitor gucken, sagen, sie möchten mit moderner Technologie arbeiten. 91% geben an, dass die Technologie ihre Entscheidung für eine Stelle beeinflusst, wenn es um ähnliche Angebote geht. Also Technologie in Anführungsstrichen ist ein Motor letztendlich auch für die Entscheidung von jungen Leuten, neu miteinander zu arbeiten. Nun bist du in einem Technologieunternehmen angestellt, liebe Nicole. Fujitsu hat dir vielleicht vorher noch gar nichts gesagt. Hast du schon vorher was mit dem Thema Technologie zu tun gehabt? Und was macht jetzt Technologie mit dir? Gut, ich muss dazu sagen, ich war davor nie diejenige, die Technik begeistert ist. Also mein Bruder hat immer irgendwas mit IT gemacht. Mich hat das so semi interessiert. Wenn mein Laptop gehangen hat, habe ich ihn immer gerufen. Der hat es dann immer für mich geregelt. Daher kam tatsächlich der Einstieg bei Fujitsu relativ spontan. Ich bin aber endlos glücklich über diese Entscheidung, weil ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Technologiewelt einfach so überdimensional groß ist. So viele Themen. Und ich kann es mir tatsächlich momentan nicht anders vorstellen, also nicht in einem IT-Unternehmen zu arbeiten, weil
IT bringt ja auch einfach eine gewisse, oder was ist IT an sich? Nachhaltige IT, zukunftsfähige IT bringt einfach extrem viele spannende Themen mit sich und erleichtert das Leben halt auch in einer gewissen Art und Weise, wenn ich das Thema RPA betrachte, Robotic Process Automation, ist ja da im Arbeitskräfteklassen. Das Thema KI, ChatGPT ist jetzt auch kein neues Thema. Und ich denke, dass vor allem jetzt bezogen auf die Generation Z, dass wir werden ja auch die Digital Natives genannt. Wir sind mit IT aufgewachsen. Wir hatten bereits im frühen Alter ein Smartphone in der Hand, einen Laptop und haben da ja eine gewisse Fähigkeit dafür, mit so Dingen umzugehen. Und ich glaube, dass wir vor allem gegenüber neuer Technologie extrem enthusiastisch gegenüber sind, gerade auch beim Einsatz im beruflichen Kontext. Und wie gesagt, Einsatz von Technologie bedeutet in den meisten Fällen einfach auch eine Erleichterung vom täglichen Leben, irgendwo eine Einsparung von wichtiger Arbeitszeit, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, von daher sehr viele positive Vorteile, dass sich Technologie mit sich bringen. Technologie ist ja auch Teilhabe. Ich habe gerade auf die Kommentare geschaut. Paula, vielen herzlichen Dank für den Kommentar. Sagt, meine Eltern mit 82 und 81 nutzen Facebook. Georg, wir wissen natürlich, Technologie ist auch in Anführungsstrichen natürlich auch in der älteren Generation sofort ein Thema. Wenn ich mit meinen, Achtung, Enkeln sprechen will und die auf einem anderen Ort der Welt tatsächlich leben, dann muss es ja irgendeine Form der, in Anführungsstrichen, technologischen Näherung geben. Das ist natürlich ein Aspekt. So kommt natürlich auch Technologie tatsächlich, ich sag mal, in jede Generation rein und ermöglicht Teilhabe, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zur Technologiebetrachtung gestern und heute. Gestern war Technologie ein Statusfaktor. Wenn früher mal jemand ein Mobilephone hatte, dann war er Abteilungsleiter, war Teamleiter oder wie auch immer. Heute hat jeder dieses Gerät, weil sich der Sinn und Zweck dieser Geräte komplett verändert hat, weg von diesen Statussymbolen hin, und ich sage es jetzt ganz bewusst, zu einem Kommunikationstool, das nicht nur ermöglicht, dass jetzt diese ganz wichtige Kombination zwischen Eltern in Deutschland und beispielsweise Enkeln in Neuseeland wirklich gepflegt werden kann, im Sinne, dass ich die Entwicklung dieser Enkel mitbekomme, dass ich permanent in der Kommunikation bin. Und ich habe ja das praktische Beispiel immer vor Augen, das ist ein Ehepaar, deutlich über 80, die sagen dann, ja, wir teamsen mit unseren Enkel heute Abend wieder. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte an der Stelle. Und ich glaube, Technologie hat da also wunderbare Effekte, die es uns ermöglichen, gerade die Kommunikation über die Grenzen hinweg einfach viel, viel offener zu gestalten. Und wir tun das ja in diesen Netzwerken, teilweise ja auch international und so weiter. Und ich darf vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte beitragen. Ich kenne einen Buchautor, den habe ich noch nie persönlich getroffen im Leben, ist leider verstorben, hatte aber ein ganz inniges und persönliches Verhältnis zu ihm, nur über die Kommunikation, über diese neuen Technologien. Und da merkt man, dass da viel mehr drinsteckt als nur Technologie, sondern da steckt wirklich Leben in den Technologien. Und das, was wir sehen, ist natürlich auch, dass Technologie, ich gucke jetzt mal nach Afrika, natürlich, ich sag mal, vielen scheinbar benachteiligten Ländern plötzlich, ich sag mal, auch wirklich digitale Teilhabe ermöglicht. Neue Geschäftsmodelle, die dort entstehen, sehr stark mobile-based in Anführungsstrichen. Und wir sehen, dass Technologie eigentlich auch der Beschleuniger auch des Themas Nachhaltigkeit ist, weil viele Dinge natürlich auch in Effizienz tatsächlich, ich sag mal so, ja, vorangetrieben werden können. Nicole, wir sehen natürlich immer wieder die Situation Flexibilität in den Arbeitsplätzen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast ihn vorhin auch schon mal angesprochen, Issa Hammer. Wie wichtig ist für dich persönlich, auch als Generation Z, diese Freizügigkeit zu haben, zu wandern? Du bist heute im Homeoffice, morgen möglicherweise im Büro, dann vielleicht beim Kunden. Ich sag mal, wie wichtig ist es für dich und für deine mit Generationsvertreter, ich sag mal, genau diese Flexibilität zu haben? Nicht mehr wegzudenken. Ich meine, das hat jetzt, ich würde behaupten, jetzt auch nicht arg lang her angefangen. Ich finde verstärkt auch durch die Corona-Pandemie, dass sowas ermöglicht worden ist, weil man halt eben zu Hause war und letztendlich auch das Thema mit Arbeiten von zu Hause aus dann plötzlich voll gut geklappt hat. Das war davor auch nicht der Fall, dass das viele Unternehmen eben unter Beweis stellen konnten. Und was macht es denn für einen Unterschied,
wenn ich von zu Hause aus mit dem Laptop arbeite oder bei meinen Eltern, wenn ich von da aus arbeite? Außer, dass ich vielleicht meinen zweiten Bildschirm nicht habe. Es macht ja im Wesentlichen gar keinen Unterschied, weil, also für mich schon, ich habe viel mehr Flexibilität. Wenn ich an einem Mittwochabend entschließe, zu meinen Eltern zu fahren, weil ich sie lange nicht mehr gesehen habe, um die Beziehung auch irgendwie wieder zu stärken und wieder Zeit mit denen zu verbringen, dann hindert mich ja nichts daran, weil ich weiß, ich habe, gut, das Wichtigste ist natürlich, glaube ich, WLAN zu Hause zu haben, ist aber hoffentlich mittlerweile auch vorhanden. Und es gibt mir extrem viel Freiheit, auch meine Zeit einzuplanen, auch Leute zu sehen, die ich vielleicht sonst nicht nur kurz am Wochenende besuchen kann, weil man weiß es selber, im jungen Alter ist man oftmals am Wochenende komplett ausgebucht, das nächste halbe Jahr. Und das gibt einem einfach einen großen Freiraum, sich da im privaten Leben einfach flexibel aufzustellen. Und auch, ich nehme jetzt auch nur ein Beispiel vor, letztes Jahr im Sommer bin ich auch nach Hamburg gefahren, meine beste Freundin wohnt da, und habe da ein paar Tage ausgearbeitet. Und geändert hat es daran nichts, nur dass ich eben nicht nur übers Wochenende zu ihr gefahren bin und dann unendlich viele Kosten nur fürs Wochenende gezahlt habe, sondern auch wirklich lang, also ein bisschen länger da war, die Zeit genießen konnte nach dem Feierabend, aber auch trotzdem arbeiten konnte. Und ich denke, das bringt tatsächlich nur Vorteile mit sich. Wollen wir mal etwas Neues einführen, lieber Georg? Du weißt schon, was kommt, der dritte Ort. Weil in einem Gespräch mit Georg Kessle hat er mich konfrontiert mit sowohl natürlich Homeoffice und das reale Office, aber den dritten Ort, der ist für die Nachhaltigkeit, auch für die, gerade für die soziale und für die eigene sozusagen, das Wohlbefinden, natürlich enorm wichtig. Was hat es mit dem dritten Ort auf sich, lieber Georg? Erzähle ich sehr, sehr gerne, weißt du ja, Martin. Ich darf vielleicht mal das, was die Nicole gesagt hat, mit einer großen Überschrift versehen. Und zwar, wir haben eine Errungenschaft in unserer Zeit, die heißt, wir können ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten. Das gab so, vor dieser Technologie-Innovation gab es das so nicht, sondern da waren wir häufig zeit- und häufig oder immer auch ortsabhängig. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ortsunabhängig, zeitunabhängig zu arbeiten. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dass diese Diskussion, die nur bilateral die Diskussion schärft zwischen Homeoffice und zwischen Büroarbeit, viel, viel zu kurz greift. Ich glaube, wir sind in einem Stadium, in dem wir aus diesem Begriff Arbeit viel, viel mehr machen können, dass wir eben nicht nur Homeoffice und Büroarbeit betrachten, sondern dass wir vielleicht auch viel intensiver arbeiten am dritten Ort in den Fokus nehmen. Was sind diese dritte Orte? Diese dritten Orte sind Orte, an denen ich mich wohlfühle. Das sind Zeitscheiben, an denen mich ich wohlfühle, um Arbeit, um Freizeit, um Arbeit und Freizeit zu kombinieren und die in Einklang zu bringen. Das bedeutet, dass wir eben an einem dritten Ort oder an diesen dritten Orten entsprechend gerne, sehr, sehr gerne arbeiten, sehr gerne auch Freizeit machen und das Ganze dann entsprechend für uns selber entdecken können. Ich darf mal ein Beispiel erwähnen aus der Softwareindustrie. Ich kenne einen Softwareunternehmer, der hat auch dieses Problem des Fachkräftemangels. Und er hat auf Teneriffa eine Lodge, in dem er die Möglichkeit bietet, dass Mitarbeiter mehrere Monate im Jahr dort arbeiten können. Und er sagt in einem Bewerbungsgespräch, wenn er sich sicher ist, dass die Bewerberin der Bewerber passt, sagt er, und dann bringe ich dieses Thema an, Sie können bei uns am dritten Ort arbeiten, nämlich auf Teneriffa für 2-3 Monate. Und dann sagt er, und dann erlebe ich Folgendes, dann erlebe ich zu 80% leuchtende Augen und von diesen 80% habe ich dann fast 100% Zusagen. Weil es natürlich irgendwie spannend ist zu sagen, ich bin für 2-3 Monate an einem tollen Ort, ich kombiniere Arbeit mit Wir-Gefühl, das war vorher auf der Folie gestanden, mit netten Kollegen zusammen, ich kombiniere Arbeit auch mit Urlaub und das ist unsere größte Errungenschaft, die wir uns erschließen können, an den Orten zu arbeiten, an denen wir gerne sind. Und dritte Orte, sage ich immer an der Stelle, die gilt es zu entdecken. Das können ganz, ganz unterschiedliche Orte sein. Das kann Teneriffa sein, das kann aber auch beim Nachbar sein, das kann aber auch im Lokal sein oder wo auch immer ich gerne arbeite. Ich füge vielleicht noch ein Beispiel hinterher. Ich gehe auch ab und zu zum Frühstück in ein Lokal, bleibe dort noch eine Stunde oder auch länger sitzen, weil es einfach eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre ist. Und trinkt nebenher nochmal einen Kaffee und da arbeitet es sich viel, viel angenehmer als im Büro oder zu Hause. Wichtig, ich glaube, Nicole, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, ist immer die Reise zu deiner Freundin, dritte Orte entdecken. Das hat ja auch etwas tatsächlich mit, in Anführungsstrichen,
Sozialempfinden zu tun, weil wenn wir auf Nachhaltigkeit schauen, haben wir natürlich immer die Betonung der ökologischen oder der ökonomischen Aspekte, aber Arbeitsbedingungen sind natürlich etwas ganz Wichtiges. Vielleicht sind wir natürlich auch ganz besonders, ich sag mal, in einer präferierten Situation, dass wir es uns tatsächlich noch aussuchen können, aber das ist natürlich auch das Bestreben, das wir haben, dass wir im Prinzip auch anderen, ja, Generationen und anderen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen das auch tatsächlich ermöglichen. Das ist eigentlich ein riesengroßes Ziel, Nicole, oder? Ja, hoffentlich. Also ich muss da auch immer wieder schmunzeln, wenn ich versuche, meiner Oma, meinem Opa zu erklären, was ich generell arbeite und wie mein Arbeitsmodell aussieht. Also wo ich bin, ob ich jetzt online bin, ob ich jetzt im Café sitze zum Beispiel. Ich glaube, für die ist es noch eine ganz andere Welt und ganz fern von Realität und dass sowas möglich ist. Und ich denke, wir jetzt vor allem auf Deutschland bezogen, haben einfach, wie du gesagt hast, das Privileg, dass es in vielen Unternehmen auch einfach mittlerweile sehr angesehen ist und nicht mehr wie vielleicht vor 10, 20 Jahren, dass es halt, also das war ja undenkbar. Das war ja ein Unding, wenn man dann während der Arbeitszeit in einen Café geht. Und ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, dass soziale Aspekte einfach in der heutigen Zeit extrem wichtig sind. Weil was passiert, wenn du neue Leute kennenlernst, wenn du neue Situationen kennenlernst? Du bist offener, du bist kommunikativer, du lernst andere Menschen kennen, deren Weg, den die gegangen sind. Und daher hoffentlich ist es in Zukunft in vielen weiteren Ländern und in Unternehmen, die das eben noch nicht etabliert haben, einfach hoffentlich auch ein Ziel, sowas zu erreichen. Unsere Zeit rennt davon. Ich würde gerne noch Fragen stellen zum Thema Purpose, aber ich möchte ganz kurz einen neuen Case aufmachen. Und ich bitte mal unseren Niklas, eine Folie zu überspringen und geh mal bitte auf das Slide Nummer 4 zum Thema künstliche Intelligenz. Frage an Norbert. Wird uns künstliche Intelligenz in Bezug auf das Thema soziale Nachhaltigkeit einen echten Vorteil bringen? Und wenn ja, wo? Norbert oder an mich? Ah, Entschuldigung. Georg. Mein Fehler. Ja. Ich hatte gerade den dritten Mann gedacht. Ja, fast so. Georg, lieber Georg. Ja. Also ich glaube, die künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren extrem viel verändern, auch extrem viel verändern in Richtung Kommunikation. Ich bin ja so Technikfreund, kein Technik-Nerd, aber ich glaube, wir werden durch die künstliche Intelligenz Welten erschließen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, und zwar Wissenswelten beispielsweise erschließen. Wenn irgendwelche Nachfolger von ChatGPT so kommunikativ werden, dass ich Wissen im Dialog andiskutieren, erarbeiten kann, dann sind wir in einer künstlichen Intelligenz, die in Teilen das, was wir heute nur in Menschen wiederfinden, uns als Gegenüber vielleicht sogar in einer deutlich einfachen Form praktisch mitbringen kann. Also deshalb glaube ich, dass die künstliche Intelligenz neben dem Beispiel, das ich gerade erzählt habe, noch viele, viele andere Potenziale haben wird, um Kommunikation, um Fortschritt zu erzielen in den nächsten Jahren. Nicole, ist für dich künstliche Intelligenz ein Nachhaltigkeitsbeschleuniger, ein Nachhaltigkeitsoptimierungstool? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das vorhin ja auch kurz bereits erwähnt, dass durch den Einsatz von KI einfach auch solche Faktoren wie Schaffung neuer Arbeitsplätze entstehen, und ich glaube, dass durch die KI hast du einfach die Sicherheit, die dir eben diese Technologie, diese nachhaltige Technologie gibt, was auch mögliche Menschenrechte angeht. Wir haben ja das Thema, was vielleicht einigen was sagen wird, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da gibt es zum Beispiel, da gibt es noch relativ viele Lücken, was da das Gesetz auch relativ neu ist, vor allem in Deutschland, wie man dann die Menschenrechte entlang der Lieferkette einhält. Und ja, dass vor allem KI eben eine Technologie ist, die sowas eben beschleunigen kann. Ja, wenn wir wieder aufs Vollbild zurückkommen, lieber Niklas in der Regie, ja, dann sehen wir im Prinzip, dass wir heute Themen eigentlich nur anreißen konnten. Wir konnten Mut machen, den dritten Ort zu entdecken, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und all diese Aspekte, liebe Nicole, lieber Georg, spielen natürlich beim Thema Nachhaltigkeit eine enorm wichtige Rolle. Mit Blick auf die Zeit sage ich, ihr seid Vorbilder.
die andere inspirieren, mitzumachen bei dieser Entwicklung tatsächlich. Und ich denke mal, was wir mit dieser Sendung geben wollten, das sind natürlich Aspekte für Insights, Impulse und Inspiration. Das habe ich mir genauso gewünscht und das habe ich bekommen. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank natürlich an Nicole Gurew. Vielen Dank, Nicole. Danke dir, Martin. Und natürlich an Georg Kessler und wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Und für unsere Zuschauer eine riesengroße Aufforderung, bleibt immer schön ambitioniert bei euren Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen. Es lohnt sich. Also in diesem Sinne, Servus, bis zum nächsten Mal. Euer